Essig ist eine super positionierte Gesellschaft, Nummer 2 hinter Tetra Pak. Das ist ein Gebiet von vorgefertigten quasi Sleeves, wie sie es nennen, also Packungen aus Karton, die eigentlich den Nutzen haben, dass sie aseptisch sein können, also als quasi dort, wo Kühlketten nicht vorhanden sind, eingesetzt werden, weil eben keine Verschlechterung vom Inhalt passiert bei Erhitzung. Dort glaube ich, ist ein enormer Bedarf weltweit da an diesen Produkten. Essig gegenüber Tetra Pak hat den Vorteil, dass sie auf dem Sleeve-Prinzip funktioniert. Das heisst, dort hat's, die Formgrössen sind gegeben. Tetra Pak sind Jumbo-Rollen, die kontinuierlich quasi verarbeitet werden bei ihren Kunden. Der Vorteil von dem Sleeve, von dem Seitenprinzip ist, dass man dort die Format wegen der Shrinkflation eben kann anpassen viel schneller, als dass man da die Jumbo-Rollen auswechseln muss. Und deshalb hat SIG bei vielen Kunden natürlich ein höheres Wachstum als die Systeme von Tetra Pak, wo mal bei 80% Marktanteil war und aktuell noch so um die 60%. Also sprich, SIG hat da massiv Marktanteil können gewinnen mit ihrem Offering und sollte eigentlich weiter gut performen im operativen Kontext. Die Aktien ist einmal gehypt worden, bis auf 6,27 Franken, vorwiegend von angelsächsischen Investoren. Dann sind gewisse Ernüchterungen gekommen, wegen der Umsetzung von gewissen Integrationen, IP & Jolle, Spouched Bag in the Box. Und das hat zu Enttäuschungen geführt. Wir sind der Meinung, dass man da auf diesen Niveaus von 17, 18 Franken, wenn man ein bisschen mittelfristig kann denken, eine sehr gute Value Proposition hat, in einem Bereich, der strukturell wächst, wo gut positioniert ist, ein Duopol, dass ein Duopol bleiben wird, wo man nach dem Gillette-Modell eben nicht mit den Maschinen verdient, sondern das Geld eigentlich mit diesen Substrat macht, mit diesen Seiten, diesen Karton-Pages. Und darum sind wir da eingestiegen bei SIG, nachdem der Hype kreiert durch angelsächsische Investoren vorbei war.